So, mal sehen. Es tut sich nichts. Aber die Tür muss doch mit diesen Hebeln zu öffnen sein. Ich probiere es weiter. Ach, es geht sich hier um die Tür, wo wir hergekommen sind. Hier die, ne? Ja, Darren. Ist gut, Darren. Ich wollte nur gucken, Darren. Darren. Danke. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Ja, das ist eine dicke Metalltür. Das bringt's auch nicht, wenn du dagegen drückst. Das interessiert die nicht. Das heißt, wir müssen hier die richtige Kombination rauskriegen, ja? Ja, das ist ja jetzt nicht so schwierig, ne? Es gibt ja im Grunde nur 9 mögliche Kombinationen. Nee. Nee. Aha. Doch. Ich sehe keinen Grund, warum ich die Tür verschließen sollte. Was? Ich lasse sie auf und halte mir damit den Rückweg offen. Ja. Okay. Das heißt, sie ist jetzt offen? Ja, und hier haben wir ja noch einen Schlauch. Ein Feuerwehrschlauch mit Metallanschlüssen auf beiden Seiten. Genau, und das war ja auch ein Feuerwehrschlauch, ne? Achso, nee. Nicht gerade leicht. Allein die Metallanschlüsse auf beiden Seiten haben ganz schönes Gewicht. Ja, pass auf, jetzt verbinden wir die mal. Ich habe die beiden kurzen Schläuche zu einem langen verbunden. So, und dann können wir jetzt vielleicht... Aber nee, den da hochzuwerfen, das ist nicht möglich, ne? Warte mal, können wir vielleicht... So? Also praktisch unten den Raum fluten, damit wir dann zum Gitter hochschwimmen können? Die Anschlüsse passen. Ja. Der Schlauch hängt am Wasserauslass. Ja. Dann gehen wir mal gucken. Moment, wo ist denn... Ah. Das nicht? Also mit der Luke geht's irgendwie nicht. Ich hoffe nur, dass der Schlauch jetzt lang genug ist. So, und dann so. Vielleicht? Ah. Ja, sehr schön. Die Länge reicht gerade so. Okay, pass auf. Dann wieder zurück. Wassertank aktivieren. Also gut, fluten wir die Röhre. Ja, machen wir das. Später. Das dürfte reichen. So, da mal schauen. Heißt es tief Luft holen, Darren. Es wird getaucht.
Hä? Ah. Okay. Da sind Muttern. Sie halten das Gitter fest. Ja, wir haben noch... Hä? Ja. Okay. So, dann nochmal. Und diesmal am besten direkt den Schraubenschlüssel bereithalten. So. Aber meine Güte, man wird... Also ich muss mich nämlich noch wenigstens mal umschauen. Sonst hätte ich doch nicht gewusst, dass ich den Schraubenschlüssel brauche. So. Es geht. Weiter. Weiter. Eine noch. Das war's. Sehr schön. Gerade noch geschafft. Gut, wo sind wir hier angekommen? Ich wäre gerade fast ertrunken. Und bei dem Fast will ich es auch belassen. Ja. Eine Eisenkette. Ziemlich massiv und schätzungsweise 5 Meter lang. Ah. Okay, wir haben eine Kette. Der öffnet bestimmt die Tür zum Hauptraum. Dahinter ist der Bunkerraum. Vielleicht kann man die Tür von dieser Seite öffnen. Darren, woher weißt du das? Du bist das erste Mal hier. Okay. Ja, ich will mich aber trotzdem hier noch ein bisschen umschauen. War jetzt einfacher als gedacht. Ich ging eigentlich davon aus, dass jetzt wieder irgendwas kaputt geht oder so. Eine alte Lore, wie man sie früher in Bergwerken benutzt hat. Ja. Anscheinend wurde sie konstruiert, um schwere Lasten zu transportieren. Ja, aber... Sie sieht zumindest sehr massiv und schwer aus. Aber eine Lore braucht doch Schienen, oder nicht? Wo sind denn hier die Schienen? Da fehlt eines der Räder. Vielleicht wurde sie deswegen ausgemustert. Ah. Ich kann die Lore nicht bewegen, solange das Rad fehlt. Haben wir ein Ersatzrad? Wofür auch immer? Nee, haben wir nicht. Ich kann die Lore nicht bewegen. Ja. Steine. Ein Steinhaufen. Die meisten Steine dürften 30, 40 Kilo aufwärts wiegen. Die sehen wirklich schwer aus. Ah, das heißt, wir müssen die Steine da rein, die Lore reparieren, um die dann hier durchkrachen zu lassen, oder wie? Die sehen wirklich schwer aus. Ja... Dieser Raum sieht viel weniger nach Bunker aus als der andere. Eine Kombination aus Bunker und Bergwerk. Warum sollten die Erbauer des Bunkers nicht einen abgelegenen Arm eines alten Bergwerks nutzen? Der Fels bietet zusätzlichen Schutz und es muss weniger erdreich bewegt werden. Da ist eine Erdspalte, ein Riss im Gestein. Vielleicht einen halben Meter hoch. Ich kann nicht viel erkennen, aber der Spalt scheint schräg nach oben zu führen. Okay. Der Spalt ist vergittert worden. Das heißt, wir kommen da raus, ja. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er nach draußen führt. Ja. Aber die Gitterstäbe sind sehr dick und einbetoniert. Ja, aber... Da muss schon einiges an Kraft aufgeboten werden, um sie zu verbiegen oder aus dem Stein zu reißen. Ja, das sehe ich auch so. Also eine schwere Lore mit einer dicken Kette müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Großartig. Beim Überwinden des ersten Tores bringe ich mich fast um und ein paar Schritte weiter wartet das nächste. Ja.
Und wie nicht anders zu erwarten, tut sich auch hier nicht das Geringste. Was haben wir denn hier noch? Gar nichts mehr. Dann heißt, wir gehen jetzt mal in den Hauptraum. Ach so, ach, hier sind wir wieder. Ah, ich verstehe. Ja, da sind wir ja. Da sind wir ja sehr weit gekommen. Juhu. Ja, blöd. Das Schwungrad am Kompressor hat etwa die Größe wie die Räder an der Lore. Ach. Und es ist mit 4 Muttern verschraubt. Ach. Ja, dann. Hab's. Okay, ja, das heißt, wir können jetzt die Lore reparieren, ja? Ja, dann machen wir das doch erstmal, weil ich wüsste nicht, was wir jetzt hier noch machen sollen. Es wäre wirklich Zufall, wenn das passen würde. Du hast doch eben gesagt... Irgendwann brauche ich ja auch mal Glück. Du hast doch eben gesagt, dass sie... Das ist gleich groß. Das könnte wirklich passen. Ja. Es ist etwas kleiner als die anderen Räder. Aber zumindest ist es genauso stabil. So, dann können wir das jetzt hier voll mit Steine machen, ja? Die sehen wirklich schwer aus. Ja. Auf geht's. Mal sehen. Es geht! Verdammt! Das war's. Die Bretter sind wohl nicht mehr ganz so stabil wie gedacht. Ja. Eines der Bretter ist durchgebrochen. Zum Glück sind die anderen Bohlen dicker und haben gehalten. Darunter ist ein Schacht. Ich kann den Boden nicht erkennen. Nach einigen Metern sehe ich nur noch schwarz. Das ist doch gut, oder? Ich räume die Bohlen dort an die Wand. Ja. Immer noch nicht viel mehr zu sehen. Das Licht reicht nur einige Meter weit hinunter. Ach so, ja, wir haben doch... Warte mal, wir haben doch hier... Schmeiß gleich das ganze Paket da rein. Und? Das gibt es doch nicht. Sie ist nicht mehr zu sehen. Boah. Ich will gar nicht wissen, wie tief das da runter geht. Auf jeden Fall steige ich da nicht rein. Ja, pass mal auf. Wir können doch jetzt hier die Kette an die Lore. Oder? Ich hake die Kette an der Kupplung ein. Ja. Sie ist direkt am Rahmen befestigt und sollte einiges aushalten. Ja. Jetzt muss ich das andere Ende der Kette noch irgendwo festmachen. Ja, an dem Gitter. So. Ich lege die Kette nur um 2 der Stangen. Wenn die herausreißen, hätte ich genug Platz, um in den Spalt zu klettern. Das war's. Die Stangen und die Lore sind durch die Kette verbunden. Okay, sehr gut. Dann nehmen wir uns jetzt die Steine. Die Steine haben das richtige Gewicht. Und bis in die Lore kann ich sie wohl wuchten. Ja. Die Lore samt Stein dürfte jetzt gut und gern eine halbe Tonne wiegen. Okay, dann schieb mal an. Komm, Darren. Hast du nicht gefrühstückt oder was? Die Lore steht genau am Rande des Schachtes und ist mit einigen Zentnern Stein gefüllt. Ja. Ich kann sie keinen Zentimeter bewegen. Nein. Mit einem Hebel könnte ich sie das kleine Stück vielleicht vorrücken. Ah, Hebel. Der ist zu klein, ne? Ja, der ist zu klein. Nein. Wir haben nichts. Holzbohlen. Die Bohlen haben stark unterschiedliche Dicke. Und einige sind viel stärker vergammelt als andere. Vielleicht sind sie aus unterschiedlichem Holz. Nimm die dickste und die am wenigsten vergammelste. Ich nehme eine von den dicken, stabilen. Ja, mach das.